Es geht um den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals. Das große Finale des Reviersport Niederrhein-Pokals hier in unserem Wohnzimmer im Stadion am Zoo. Der WSV spielt gegen den Drittligisten KFC Uerdingen von einer gewaltig geilen Kulisse heute. Das sind die Highlights bei WSV TV. WSV gegen KFC.
Silvio Pagano ist bei uns direkt nach dem Spiel des WSV gegen den KFC Uerdingen. 1:2, eine knappe Niederlage. Wir haben aber noch Besuch bekommen von Alessandro. Alessandro hat den Rücken gestärkt, würde ich mal vermuten. Silvio, dein letztes Spiel für den WSV vor dieser wahnsinnigen Kulisse. Wir haben keine genaue Zahl bisher, es müssten aber auf jeden Fall 10.000 gewesen sein. Was kannst du zur Atmosphäre sagen und zu diesem knappen Spiel? Also ich glaube, so ein Spiel hat auch diese Kulisse verdient. Und ich glaube, dieses Spiel hat alles versprochen, was man im Vorfeld ja, gehofft hat. Es ist einfach nur ärgerlich, weil ich glaube nicht, dass wir heute hätten verlieren müssen gegen einen guten Drittligisten. Aber wir waren heute, glaube ich, da. Das 2-1 hätte niemals fallen dürfen. Und leider Gottes haben wir am Ende sogar noch in der Nachspielzeit 200-prozentige, die wir vielleicht mit ein bisschen Glück machen. Und ja, auf jeden Fall sind wir nicht als unverdient. Also wir sind nicht unverdient, da haben wir den Platz verlassen. Kurzzeitig war Peter Spetz auch Stürmer vorne drin in der Schlussphase. Du hast nach 8 Minuten diesen Nachmittag eingeleitet mit dem 1:0. Was ging dir dort durch den Kopf bei diesem Wahnsinns-Sahnestart, kann man ja fast sagen? Ja, das ist wie so ein Märchen, muss man dann auch mal sagen. Das ist mein letztes Spiel als Wuppertaler vor so einer großen Kulisse. Und dann, dass ich noch getroffen habe. Es war auch Zeit, dieses Jahr habe ich noch gar nicht getroffen. Und ja, es war eigentlich von allem super. Und nur die Krönung hätte gefehlt, dass wir das Ding noch gewinnen. Silvio, danke für alles und alles Gute. Vielen, vielen, vielen Dank für alles. Danke dir. Peter Schmetz ist da. Wir haben gerade mit Silvio Pagano gesprochen. Sein letztes Spiel für den WSV. Heute auch dein letztes Spiel für den WSV. Und fast hättest du getroffen in der Nachspielzeit. Ja, wir waren nah dran, das nochmal in die andere Richtung zu schubsen, das Spiel. Ist jetzt bitter, dass es leider nicht geklappt hat. Aber ich glaube, insgesamt haben die Fans hier ein gutes Spiel gesehen, ein gutes Pokalfinale und auch einen schönen Abschied für die Spieler, die gehen. Und auch einen schönen Abschluss für die Saison, glaube ich. Kannst du was zur Moral der Truppe sagen, generell zum Innenleben der Mannschaft? Man hat, glaube ich, mehr als 97 Minuten heute dran geglaubt. Ja, ich glaube, wenn man von Moral von der Truppe spricht, dann muss man vielleicht auch schon mal in der Winterpause ansetzen, wo ja viel passiert ist im Verein und wo es ja auch einen gewissen Aderlass gab und die Jungs, die dann hier das noch durchgezogen haben, das halbe Jahr. Ich meine, das geht jetzt bis heute in die 97. Minute rein. Ich glaube, das ist aller Ehren wert und selbstverständlich ist, glaube ich, sowas nicht in den höheren Ligen und dafür hat jeder Spieler, glaube ich, in der Mannschaft hier sehr, sehr großen Respekt verdient. Auf jeden Fall großes Kompliment an die gesamte Truppe, auch an das Team hinter dem Team und noch ein Wort zur Kulisse heute. Um die 10.000 waren da. Wie war das für dich auch auf dem Feld heute, vor so einer Kulisse zu spielen? Ja, es war natürlich mal wieder top. Wir bewegen uns ja hier irgendwo zwischen Amateur- und Profifußball, aber was hier dann immer auf den Rängen passiert, das ist natürlich, keine Ahnung, das ist halt Profifußball, das ist Champions League, das ist für so Spieler wie uns ist das unglaublich und dass man vor so einer Kulisse spielen darf, da kann man einfach nur dankbar sein und jeden Moment genießen. Auch ein komischer Moment vor WSV-TV. Uns wird es in dieser Form nicht mehr geben. Du bist nicht mehr beim WSV. Danke auf jeden Fall für die Zeit seit 2014 mit dir zusammen. Dich gab es beim WSV, seit es WSV-TV gab. Von daher nochmal vielen, vielen Dank und alles Gute, was jetzt noch kommt. Vielen Dank, man sieht sich auf jeden Fall wieder.